Guten Morgen. Moin, sagt man in Hamburg auch in Juristenkreisen, liebe Darsteller. Die Hauptabendserie Die Kanzlei startet in die zweite Staffel. Die Damenwelt macht sich bereit auf ihren liebsten Kollegen Markus Gellert, der immer das letzte Wort haben muss. Unglücklicherweise ist er dabei Kanzleipartnerin Isa von Brede an die Falsche geraten, die sogar mit technischem Sachverstand glänzt. Bitte. Geht doch. Elektrosmog? Ja. Mikrowellenstrahlung. Brutzeln einem das Gehirn weg, wenn man noch eins hat. Merkt man ja gleich, wie warm das Ohr wird. Ja. Ihr Ohr wird auch warm, wenn Sie sich ein Brikett dran halten. Herr Gellert, warum sollte ich mir ein Brikett ans Ohr halten? Danke, sehr schön. Auch für Kanzleisekretärin Jasmin hat Gellert immer einen guten Rat. Parat. Ich sage Ihnen das jetzt mal ganz unter uns, weil das im Fernstudium vielleicht ein bisschen schwierig ist zu erkennen. Klugscheißer sind überall unbeliebt, ja, auch unter Rechtsanwälten. Schauspieler Herbert Knaup ist die Rolle des Quertreibers geradezu auf den Leib geschrieben. Doch wenn der gebürtige Allgäuer mal etwas Zeit hat, dann vollzieht sich eine sehr sonderbare Wandlung. Nanu, was, lieber Herr Knaup, war das denn? Plötzlich ein ganz anderer Kerl im Feierabendmodus. Ich glaube, es gibt viele Schauspieler, die ein großes musikalisches Herz haben und das für sich natürlich auch privat zu Hause schlagen lassen. Aber jetzt damit auf eine Bühne zu gehen und zu sagen, hey, wow. Im Falle Jan Josef und Uwe Ochsenknecht und Axel Prahl, wie sie alle heißen, das sind ja richtig tolle Musiker, die haben ihre eigenen Lieder entwickelt und das macht auch riesen Spaß und das, die können das ja auch richtig gut. Ja. Will ich sagen, dass ich das nicht auch könnte, aber mein Anspruch ist halt dann so hoch, dass ich mir sage, nee, vielleicht zusammen mit anderen Musikern noch, aber das musst du jeden Tag machen. Dann doch lieber wunderbarer Stinkstiefel an der Seite von Sabine Postel, Sophie Dahl und Katrin Pollitt. Wir sind froh, dass es mit der Musikerkarriere nichts geworden ist. In der Kanzlei wartet ohnehin eine Menge Arbeit. Sie vernehmen nicht, bevor er mit mir gesprochen hat. Bin gleich da. Gut. Ab sofort, immer dienstags um 20:15 Uhr im Ersten.